Chapeau. Für ein Engagement im Alltag. Rumtoben, spielen und lachen. Pfadi trotz allem bedeutet, trotz Beeinträchtigung, ein Pfadi zu sein wie jeden anderen. Entdeckungstouren durch Wald und Landschaft, Schlangenbrot brödeln oder das Lösen von geheimnisvollen Rätseln, trotz körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen, gehören die jungen Menschen zur Pfadi Bischofstein dazu und nehmen an allen Aktivitäten teil. Begleitet und betreut werden sie dabei von freiwillig tätigen Leiterinnen und Leitern. Dank dem Engagement lernen junge Leute sich selber, andere Mitmenschen, mit und ohne Behinderung, aber auch die Natur und die Region Basel besser kennen. Benjamin Schmidli, warum braucht es Pfadi trotz allem? Pfadi trotz allem braucht es, weil es ist eine sehr tolle Beschäftigung für die Kinder mit Beeinträchtigung, die einfach mal in den Wald gehen und einfach mal sein und einfach mal draussen spielen können. Und es ist auch sehr gut für die Integration zwischen den Kindern ohne und Kindern mit Beeinträchtigung. Und wegen dem finde ich, braucht es Pfadi trotz allem. Was ist Ihre Motivation, dass Sie sich dermaßen für Pfadi trotz allem engagieren? Meine Motivation ist eigentlich, es macht mir extrem Spass. Es ist eine riesige Freude, jeden zweiten Samstag in den Wald gehen, mit den Kindern zu spielen. Und ja, eigentlich das Lachen der Kinder ist Motivation genug für mich. Was sind Ihre Wünsche und Pläne für die Zukunft? Meine Wünsche für die Zukunft ist, dass wir uns ein bisschen ausbauen können, mehr Leiter finden können, dass wir mehr Kinder aufnehmen können oder dass wir vielleicht auch eine andere Abteilung dafür begeistern können, auch vielleicht eine PTA-Stufe aufzumachen. Pfadi trotz allem bietet jungen behinderten Menschen die Möglichkeit, die Welt zu entdecken. Dank der freiwilligen Leiterinnen und Leiter von der Pfadi trotz allem können Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung den Alltag hinter sich lassen. Damit hat Pfadi trotz allem der 33. Chapeau verdient. Chapeau anerkennt und fördert Engagement im Alltag. Was ist für Sie Chapeau? Und von wem ziehen Sie den Hut? Neu können auch Sie jemandem für das freiwillige Engagement danken. Wie? Das geht ganz einfach. Überraschen Sie die Person mit einem Chapeau-Pin. Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet. Bis bald und auf Wiedersehen. Chapeau ist eine Initiative vom Kanton Basel-Stadt mit Unterstützung von Helvetia, Selmoni und weiteren Partnern.